Hallo Freunde und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Modellbahnunion. Heute möchten wir euch wieder eine neue Lok präsentieren und zwar eine Class 66 der Firma ESO. Im Repaint von Rheincargo mit der Artikelnummer 31282. Die Lok werden wir uns jetzt gleich im Video genauer anschauen. Was kann das Modell, was bietet es uns, was gibt es an kurzen, knackigen Informationen zum Vorbild zu sagen und natürlich ganz wichtig, wie fährt sich das Modell, wie hört es sich an und all das werden wir uns gleich im Detail anschauen. Zum kurzen Ablauf des Videos, wir werden uns jetzt gleich direkt um das Modell hier kümmern, dann geht es raus kurz in die freie Wildbahn und wir werden uns auch die Geräusche anhören dieser Lok. Dann haben wir ein paar kurze, knackige Informationen zum Vorbild und dann zum Schluss folgen dann ein paar Impressionen und natürlich mein obligatorisches Schlusswort. Verlieren wir also keine Zeit und legen los. Starten wir also hier mit unserem Modell. Wir haben uns hier für die Class 66 von Rheincargo entschieden. Sie ist schlicht silber gehalten mit dem großen Aufdruck Rheincargo auf den Seitenwänden mit der Artikelnummer 31282. Die Lok hat ESO typisch natürlich sämtliche technische Ausstattung, die man sich als Modellbahner vorstellen kann. Da fangen wir mit der kompletten Ausstattung mit LED-Technik an. Wir haben Führerpultlicht, wir haben Führerstandslicht, Spitzen- und Schlussbeleuchtungen auf beiden Seiten, natürlich in LEDs. Dann haben wir unten in den Drehgestellen LEDs verbaut, die dann beim Bremsen aufflackern. Wir haben einen Powerpack Energiespeicher hier mit an Bord, der halt ermöglicht, dass die Lok ruckfrei über zum Beispiel ein kurzes Stück streckiges Gleis fahren kann, ohne halt, dass die Stromversorgung einbricht. Wir haben hier einen getakteten Rauchgenerator, das heißt, der Rauchgenerator wird halt einfach nur nicht angesteuert und wieder abgesteuert, sondern er wird passend zum Sound angesteuert. Das heißt, wenn wir Gas geben, haben wir einen hohen Rauchausstoß. Wenn wir halt im Leerlauf die Lok stehen lassen, haben wir nur einen geringen Ausstoß. Das alles werden wir gleich natürlich uns anschauen, wenn die Lok sich bewegt. Was haben wir noch an Bord? Wir haben hier einen Multiprotokoll Sound Decoder der neuesten Generation von ESO verbaut, einen V5. Der hat neben dem DCC Railcom Plus Format auch das M4 Protokoll an Bord. Das heißt, er meldet sich problemlos an der ESO ECOS oder an einer Märklin Mobile Station an. Außerdem Motorola und Selectric sind ebenfalls kein Problem für diesen Decoder. Sounds habe ich gerade schon gesagt. Wir haben hier auch zwei Lautsprecher verbaut, die dann auch dementsprechend den Klang des gewaltigen Motors dann auch sehr gut wiedergeben können. Getaktet dazu, wie ich eben schon gesagt habe, haben wir dann halt auch hier den Raucherzeuger. Da wir ja einen Metallrahmen haben, haben wir auch ein sehr schönes Gewicht von 590 Gramm, was natürlich für eine ordentliche Zugkraft sorgt und ich denke mal, damit kriegt man so ziemlich jeden Zug auf seiner Modelleisenbahn auch weggezogen. ESO typisch haben wir natürlich hier auch die Möglichkeit, die Lok im AC-Format wie auch im DC-Format fahren zu lassen. Dazu wird die Lok direkt vom Werk serienmäßig mit verbautem Schleifer geliefert. Der ist unten im Drehgestell einfach nur angeklipst. Hat man eine AC-Anlage, sprich Märklin, Wechselstrom, hat man kein Problem. Man setzt die Lok einfach aufs Gleis und legt los. Hat man eine DC-Anlage, muss man natürlich etwas Hand anlegen, das ist aber auch sehr, sehr einfach gemacht von ESO. Man hat dabei ein solches Werkzeug, womit man im Prinzip mit diesen Ärmchen links und rechts an den Schleifer geht, den Schleifer sozusagen packt und einfach vom Drehgestell abzieht. Es ist eine Sache, die dauert 5 Sekunden und die Lok hat keinen Schleifer mehr. Das Einzige, was man dann noch machen muss, auf der Unterseite der Lok einen Schalter umlegen von AC auf DC und schon kann man mit der Lok auf DC, sprich Gleichstromgleisen, fahren. Die Räder, die hier verbaut sind, machen da keine Probleme. Sie sind für DC wie auch für AC-Gleise problemlos verwendbar. Ja, ansonsten, was gibt es noch grob zu der Lok zu sagen? In Stichpunkten kurz gefasst. Wir haben hier ein Gehäuse und das Chassis komplett aus Metall. Kleinteile aus Messing und Kunststoff separat angesetzt. Die Trittstufen sind ebenfalls aus Messing. Wir haben freistehende Griffstangen, durchbrochene Dachlüftergitter. Wir haben gefederte Puffer. Wir haben einen kulissengeführten Kupplungsnormschacht nach NEM 362. Wir haben einen fünfpoligen schräg genoteten Hochleistungsmotor mit geräuschoptimiertem Kommutator mit zwei elektrisch gewuchteten Schwungmassen.
Wir haben 4 Achsen über Kardan und Schneckengetriebe angetreten, 4 Haftreifen, Spitzenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, Führerpultbeleuchtung, Bremslichtflackern mit wartungsfreien warmweißen LEDs. Und die Steuerung natürlich durch den neuen ESO V5 Decoder mit 2 Lautsprechern. Ebenfalls verbaut haben wir Kurvensensoren. Das sind im Prinzip Sensoren, die die Fahrt durch Kurven merken und dazu dann ein Geräusch einspielen, was dann halt dieses Schienenstoß wiedergibt. Und natürlich, wie eben schon gesagt, haben wir hier ein Powerpack, einen Speicherkondensator eingebaut für unterbrechungsfreie Spannungsversorgung und einen lastabhängigen, lüfterbasierten Raucherzeuger mit Temperaturregelung. Den Mindestradius haben wir hier 360 mm, das ist ein R2 auf DC-Anlagen und Länge über Puffer haben wir hier 247 mm. Schauen wir uns die Lok hier doch dann nochmal ein bisschen genauer an. Wir haben sie gerade halt auch in den Stichpunkten gehört. Es ist wirklich sehr viel, was die Lok bringt. Die gesamte Lok ist wirklich hervorragend verarbeitet. Es ist die Lackierung trennscharf und einwandfrei gearbeitet. Wir haben hier unter den Fenstern das Revisionsgitter, das ist hervorragend wiedergegeben. Auch die Lackierung hier unten an den Tritten, praktisch, dass man oben die Trittfläche in Gelb lackiert hat, ist auch hervorragend. Wir haben eine Seite komplett schon im Vitrinenmodus, sprich, da ist keine Kupplung verbaut. Die Kupplung haben wir nur auf einer Seite hinten, standardmäßig mit einer Bügelkupplung. Und auch hier vorne sitzt dann der Lokführer, die Seite, wo natürlich die Kupplung nicht ist, weil das ist die Seite, die vorausfährt. Finde ich sehr schön gemacht. Auch hier unten am Tank haben wir hervorragende Verarbeitung und auch die Dachaufbauten, da kann man wirklich nicht meckern. Hier die Lüftergitter, wie eben schon gesagt, sind hervorragend verarbeitet. Man kann wirklich schön durchschauen und lässt erahnen, was sich im Inneren der Lok so alles befindet. Mit dabei, oder andersrum gesagt, geliefert wird die Lok typisch natürlich im ESO-Karton. In einer sicheren Verpackung haben wir natürlich die Lok hier auch auf die Kunststoffschale verschraubt. Die schraubt man dann einfach los und dann kann man sie sehr einfach entnehmen. Wir haben hier eine sehr detaillierte und übersichtliche Betriebsanleitung, wo natürlich auch nochmal ein paar Informationen zum Vorbild gegeben werden. Dann haben wir ein paar Informationen zum Vorbild und dann geht es auch schon los mit dem Auspacken der Lok, mit dem in Betrieb nehmen. Wir haben hier eine Auflistung der gesamten Geräusche, die die Lok mit sich bringt, die Funktionen, CVs. Also man wird hier wirklich nicht alleine gelassen von ESO. Hier ist wirklich alles super detailliert und super schön drin erklärt. Da ist wirklich nichts dran zu meckern. Also, wie gesagt, ich bin super zufrieden. Ein kleiner Tipp, Rauch braucht natürlich auch Rauchdestillat. Und da gibt es natürlich auch was von ESO, nämlich das passende Rauchdestillat dazu mit der Artikelnummer 51990 ist natürlich jetzt nicht mit bei der Lok. Das habe ich einfach nur mal jetzt hier mit dabei gestellt, damit man auch sieht, dass auch ESO hier natürlich was Passendes dafür hat. Um das Rauchdestillat einzufüllen, braucht man natürlich auch was. Da ist bei der Lok bei schon so eine kleine Pipette, die nimmt man einfach, drückt sie zusammen, man saugt sich das Destillat hier rein und kann das dann hier wirklich sehr einfach dann in den großen Tank der Lok einfüllen. Und dann kann es auch schon losgehen. Losgehen ist ein gutes Stichwort. Wir legen nämlich jetzt los mit den Sounds und schauen diese uns mal ein wenig genauer an. Viel Spaß und wir sehen uns gleich wieder.
bitte Vorsicht am Gleis 1. Ein Zug fährt durch. Gleis 23, bitte Vorsicht, der Zug fährt ab. Von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab verstanden. Schauen wir uns nun die Geschichte dieser sehr gewaltigen Lok an. Wir schreiben das Jahr 2001. Die Liberalisierung des Eisenbahngüterverkehrs beginnt und ist da auch schon in vollem Gange. Und somit hieß es dann für die gesamten neuen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, dann, wir brauchen Loks. Alte Loks der Deutschen Bahn gab es relativ wenig und deswegen hatte man nach etwas Neuem gesucht, und zwar etwas Neuem im Dieselbereich. Und da hat man dann aus einer sehr langen Geschichte, die zurück auch nach Großbritannien ging, dann letztendlich eine Lok dieser Class 66 bzw. Class 77 dann auf die Schienen gestellt. Und diese Lok sollte dann wirklich zum Erfolgsprojekt auch hier in Deutschland werden. Eine schnelle Lösung musste her. Und nicht nur eine schnelle, sondern auch eine preisgünstige Lösung bot die amerikanische Electromotive Division, kurz EMD, mit der bereits in Großbritannien erprobten Class 66 an. Die als JT42CWR bezeichneten Loks basieren auf der amerikanischen SD40 bzw. deren Weiterentwicklung SD40-2. Die Entwicklung und die Erprobung der Lok, sprich der Class 66, schritt so gut voran und so schnell vor allen Dingen, dass sich die Häfen- und Güterverkehr Köln AG 1999 dazu entschieden haben, als erstes Verkehrsunternehmen hier in Deutschland zwei Loks dieses Typs zu kaufen und hier nach Deutschland zu bringen. Die HGK, wie sie abgekürzt
Wirth hatte mit den Loks wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt und so begannen auch andere Verkehrsunternehmen Gefallen an dieser Lok zu finden und so hat man dann nach und nach auch diese Loks in anderen Lackierungen auch bei anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen vorgefunden. Aber nicht nur in Deutschland hat diese Lok dann auch wirklich große Erfolge gefeiert, nämlich auch in Frankreich, Belgien, Niederlanden, Luxemburg, ja sogar Norwegen hat die Lok Einzug gehalten und hat da wirklich sehr zuverlässig auch ihre Dienste absolviert. Sehr charakteristisch für diese Loks ist der gewaltige verbaute 12-Zylinder-Zweitakt-Dieselmotor von GM. Er trägt die Bezeichnung 12N 71.0 G3B-EC. Eine Wahnsinnsbezeichnung. Er hat eine Leistung von sage und schreibe 3.194 PS, eine Anfahrzugkraft von sage und schreibe 409 kN und eine Dauerzugkraft von 260 kN. Eine Höchstgeschwindigkeit hat die Lok auch, nämlich 120 km/h. Und das ist im Güterverkehr wirklich eine sehr gute Geschwindigkeit. Damit kann man so ziemlich jeden Güterzug sicher über die Schienen bringen. Ob Hauptbahn oder Nebenbahn spielt da keine Rolle. Das einzige Manko, was die Lok hat, ist, dass sie leider keine Zugheizung hat. Somit ist diese Lok wirklich leider nur für Güterzüge einsetzbar und nicht für den Personenverkehr. Seit ihrer Einführung wurden nun bisher ca. 650 Loks in europäische Länder verkauft und das ist wirklich eine gewaltige Summe. Die Ausführung ist in zwei Klassen unterteilt und zwar einmal unsere Class 66, so wie wir sie hier sehen, und einmal eine Class 77. Dazu natürlich auch separat mal ein Video mit einer passenden Lok dazu und auch Informationen dazu, keine Sorge. Und wir werden uns auch eine Information an dieser Stelle auch mal den Unterschied zwischen der Class 66 und der Class 77 in einem separaten Video auch nochmal anschauen. Ja, Freunde, das war's auch zum Vorbild. Wir möchten es nicht allzu lang werden lassen und hier folgen jetzt noch ein paar Impressionen dieser sehr schönen Lok.
Da sind wir am Ende unseres Videos angekommen. Uns hat die Lok wirklich sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch ebenfalls und genauso auch dieses Video. Falls ihr die Lok haben wollt, kein Problem. Einfach unseren Online-Shop besuchen und dort die Artikelnummern eingeben und euch die Lok in den Warenkorb legen. Fragen dazu beantworten wir natürlich gerne, wie immer einmal entweder unten in den Kommentaren oder schreibt uns direkt eine E-Mail und wir werden uns dann natürlich schnellstmöglich bei euch melden. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen, bleibt gesund und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut und tschüss. Halt! Bevor ihr abschaltet, habt ihr unseren Kanal schon abonniert, um kein neues Video zu verpassen? Gerne jetzt abonnieren und auch eine Info, es gibt auch noch jede Menge andere interessante Videos, die ihr euch unbedingt mal anschauen sollt.